Mal ehrlich, hättet ihr euch vor einigen Jahren vorstellen können, dass eure Regierung euch vorschreibt, wie ihr heizen sollt, dass ihr eure Kohle- oder Öl- oder Gasheizungen gar rausreißen müsst oder nicht mehr verwenden dürft oder erst gar keine einbauen dürft? Hättet ihr gedacht, dass die Regierung euch vorschreibt, wie ihr euch fortbewegen wollt, dass der Verbrennermotor ab 2035 verboten wird? Hättet ihr euch vorstellen können, dass es eine Regierung gibt, die Maßnahmen unternimmt, euer Hauseigentum, eure Wohnung, eure Häuser zu entwerten, indem es abartige Vorschriften zur Gebäudesanierung gibt? Stichwort Gebäudeenergiegesetz. Also ich nicht. Und ich bin also völlig schockiert, dass die Regierung, die Ampelkoalition, die Ampel, die derzeit rumhampelt mit ihren Heizverboten im Bundestag, haben sie eigentlich nichts Besseres zu tun? Dass die nichts anderes zu tun hat, als an solchen Verboten herumzudoktern und das Ganze natürlich begleitet und orchestriert von der Qualitätspresse. So berichtet der Spiegel heute. Könnte es anders sein? Das ist ja sozusagen das Regierungsorgan der Ampelkoalition. Umstrittenes Heizungsgesetz. Scholz, Habeck, Lindner starten Rettungsversuch. Da frage ich mich, was denn für ein Rettungsversuch? Haben die den Weckruf noch nicht gehört? Die Ampel verliert an Zustimmung. Die AfD kam heute bei Forsa raus, hat mittlerweile die SPD überrundet. Ja, ihr habt richtig gehört, SPD überrundet, die AfD jetzt mit 19,5% bei INSA jetzt letzten Sonntag. Und die Regierung tut so, als wenn nichts wäre. Also ich komme mir manchmal vor, als wenn ich in einer ja, fast Diktatur lebe. Also die machen da, was sie wollen. Und das, was die Wähler wollen, was die Menschen wollen, was die Bürger wollen, wird komplett ignoriert und das alles irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und die Qualitätspresse versucht das also zu retten, was zu retten ist. Aber wer liest denn das noch? Also das ist doch völliger Irrsinn, was hier abläuft in der Republik. Und man muss sich natürlich auch die Frage stellen, haben wir eigentlich nichts anderes zu tun, als Heizverbote zu erlassen? Hat die Republik keine anderen Probleme? Sie sollen doch die Energieversorgung sichern und gucken, dass die Energie billig wird. Stattdessen schalten sie die Kraftwerke ab. Also das ist doch alles völlig unnormal. Das gesamte Handeln der Regierung führt zu einer Gängelung der Bevölkerung und des Bürgers, um sich der CO2-Religion, zu unterwerfen. Und wenn wir diese Büchse der Pandora erstmal aufmachen, dann gibt es kein Handeln mehr. Dann ist das nämlich erst der Anfang von allen möglichen Verboten und Gängelungen, Drangsalierungen, Schikanierungen, die sich diese Politik oder diese Ampel da noch ausdenkt. Alles unter dem Deckmantel, es geht um CO2-Reduktion. Deutschland muss das Weltklima retten. Wie witzig und wie lächerlich das ist, darüber machen sich keine Gedanken, denn unser Beitrag zum CO2 auf der Welt ist bekanntlich ganz extrem gering. Unterdessen wird den Bürgern Angst und Bange gemacht. Die Häuserpreise, die Immobilienpreise verfallen schon, weil man ja nicht genau weiß, wie das mit der Gebäudeenergiesanierung ablaufen soll. Dieser Dämmwahn ist auch völlig umstritten. Die Kritik daran wird aber nicht zugelassen, denn Häuser müssen bekanntlich atmen, sonst werden diese Hütten zu schimmligen Miefquellen, wo man anschließend sogar krank wird. Und dann nutzt es auch nichts, dass man ein bisschen Öl oder ein bisschen Gas oder sonst was gespart hat. Aber anyway, ich frage mich, eigentlich habe ich immer gedacht, dass wir freie Marktwirtschaft haben. Freie Marktwirtschaft. Das heißt, der Konsument, der Bürger entscheidet, was er will, und die Politik als ja Auftragsnehmer setzt das um. Aktuell freie Marktwirtschaft, davon können wir offenbar nur noch träumen. Alles wird der CO2-Religion untergeordnet und das ist natürlich nur ein Vorwand, um die Bürger, um die Untertanen noch weiter zu gängeln. Und diese haben mittlerweile richtig Angst.
Sie haben richtig Angst um ihre Altersvorsorge, wenn das Häuschen, das man nach Jahrzehnten angespart hat, plötzlich weniger wert wird und so weiter und so fort. Aber darüber macht sich die Politik keine Gedanken. Stattdessen gönnen sie sich eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Ich hoffe, ihr habt das richtig gehört und auch gesehen. Ich verlinke es auch gerne nochmal hier drunter. Die Minister und der Kanzler kriegen eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro. Also wenn es um ihre eigenen Vorteile geht, da sind sie immer sehr geschickt und da sind sie sich auch einig. Aber wenn es um den Bürger geht, da heißt es dann absaugen, bis nichts mehr geht und sich dann wundern, dass die Leute irgendwie empört sind, wie beispielsweise jetzt bei einer Veranstaltung in Erding bei München, wo einige Initiatoren eine Demonstration veranstaltet haben gegen dieses Heizungsverbot. Also ich meine, allein schon dieser Begriff Heizverbot. Heizgesetz oder was da so kommen soll, ist ja schon völliger Irrsinn, ist völlig abartig. Und wie hat die Qualitätspresse darauf reagiert? Das waren alles Rechte und das waren AfD-nahe Leute. Der Söder wurde ausgebuht und hat den Leuten, die alle aus dem Mittelstand kamen eigentlich, das waren ganz einfache Bürger, ihn also sozusagen ja, Rechtsradikalität unterstellt. Wenn die Politik so weitermacht, dann verliert sie wirklich das letzte Quäntchen Glaubwürdigkeit, also was die Frage angeht, dass sie überhaupt das tun, was die Menschen noch wollen. Eigentlich tun sie ja genau das Gegenteil. Und auch die Qualitätspresse, ARD und ZDF, haben praktisch auch eigentlich ihre gesamte Glaubwürdigkeit gespielt, gerade als es um die Berichterstattung um Erding ging, die ja nun nicht gerade ja, großartig in den Themen verbreitet wurde, in der Presse verbreitet wurde, aber dort, wo sie verbreitet wurde, stand dann immer nur, dass AfD-Leute den Söder ausgebuht hätten. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich frage mich manchmal, in welche Richtung diese Republik überhaupt tendiert. Und Schuld ist die Ampel, Schuld sind die Grünen, die SPD und die FDP. Und sie haben die Zeichen der Zeit offensichtlich noch nicht gehört oder sie ignorieren sie und sitzen jetzt hier vorne, hier in Berlin-Mitte, im Bundestag zusammen und debattieren über ein Heizungsgesetz, das wir überhaupt nicht brauchen. Wer braucht ein Heizungsgesetz? Wer braucht ein Heizverbot? Und der Spiegel schreibt, wie man also dieses Gesetz retten kann. Das ist also Journalismus von allerniedrigstem Niveau. Der Spiegel könnte ja auch mal über die Besorgnisse und die Eindrücke der Bürger schreiben, was sie davon halten, ob irgendjemand, der in einem Dorf wohnt, da jetzt eine Wärmepumpe einbauen muss und so weiter, wo es gar keinen Strom gibt. Aber was man wirklich konsequent feststellen kann, ist, dass sie alles tun, um diese Republik zu zerstören. Und wenn man das will, muss man eigentlich nur zwei Sachen machen. Wenn man Deutschland, die deutsche Industrie zerstören will, dann muss man zwei Sachen machen. Man muss einerseits die Energie abschalten, Kraftwerke abschalten und andererseits die Grenzen aufmachen. Beides haben wir ja im Moment. Und das Resultat sehen wir ja. Die Kommunen und die Städte ächzen unter der Migrantenflut, aber getan wird irgendwie gar nichts. Und stattdessen streiten sie sich im Bundestag über das Heizgesetz, also Heizungsgesetz soll es ja heißen. Ein Heizungsgesetz, ja? Heizungsgesetz, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Brauchen wir sowas? Brauchen wir ein Heizungsgesetz? Brauchen wir Politiker, die uns vorschreiben, wie wir unsere Bude wärmen? Brauchen wir eine EU, die uns vorschreibt, wie wir unsere Häuser dämmen oder nicht dämmen? Und es gibt zum Dämmen sehr, sehr viel Kritik, weil, wie gesagt, Häuser und Gebäude, Mauern müssen atmen. Und wenn man das nicht mehr zulässt, hat man am Ende Probleme und wird vielleicht sogar krank. Aber das alles wird natürlich in den Qualitätsmedien und von der Politik ignoriert. Hier gibt es nur ein Weiter-so und alles andere ist rechts. Ich frage mich wirklich, was da mittlerweile vorgeht im Bundestag, im Reichstag bei uns in Berlin. Und wie gesagt, wir haben dann wirklich andere Probleme
als uns darüber zu streiten, ob ein Heizungsverbot kommen soll oder nicht. Und selbst wenn die EU irgendwelche Gebäudesanierungsvorschriften uns rein diktiert, muss man ja sagen, muss es ja nicht notwendigerweise heißen, dass wir das jetzt alles eins zu eins und sklavenartig übernehmen. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendjemand in Griechenland oder Italien diese Vorschriften so ernst nimmt. Die machen sowieso, was sie wollen. Nur in Deutschland muss mal wieder eins zu eins alles umgesetzt werden, zum Nachteil der Bevölkerung. Wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass die AfD sogar noch weitere Zugewinne erfährt, weil die Leute wollen mit dieser Abstimmung auch zeigen, klar zeigen, dass sie mit der Politik nicht einverstanden sind. Aber das scheint Lindner, das scheint Habeck, das scheint Scholz überhaupt nicht zu interessieren, was die Leute wollen. Das ist ja das Wahnsinnige bei der Geschichte. Und sie versuchen jetzt vor der Sommerpause noch das Heizungsgesetz durchzupeitschen und der Spiegel schreibt, das Heizungsgesetz zu retten. Da gibt es überhaupt nichts zu retten. Das Ding kann von mir aus in den Orkus gestoßen werden. Die Papiere können zerrissen werden. Wir brauchen kein Heizungsgesetz. Und das sollte die Politik endlich mal kapieren. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, wie ich meine Wohnung, wie ich meine Hütte oder mein Haus heize. Mit Holz, mit Gas, mit Kohle oder mit Öl. Das ist meine Entscheidung. Und wenn das alles zu teuer wird, kann ich immer noch auf irgendetwas anderes umschwenken, umsteigen und so weiter. Das ist freie Marktwirtschaft. Wir brauchen keine Diktatur von oben, wie wir uns wärmen. Ja, also brauchen wir nicht. Ist absolut ein No-Go und es ist wirklich verrückt, dass die Medien das alles nicht in der gebotenen Schärfe genau so kritisieren. Und die Menschen lesen wahrscheinlich gar nicht mehr Spiegel und die Süddeutsche und den ganzen Wahnsinn, weil sie ja da sowieso nur indoktriniert wird. Das sind doch nur noch Pressestellen der linksgrünen Politik, sonst nichts. Anders kann man es gar nicht interpretieren, wenn sie jede Kritik an dem, was die Politik macht, was unsere Regierenden machen, sofort irgendwie als rechts abkanzelt und so weiter. Was ist denn das überhaupt noch für eine Debattenkultur? Und nochmal die Warnung, wenn Sie damit durchkommen, ja, mit diesen ganzen Verboten und Verbrennerverbot und Gebäudesanierung und dies und jenes, dann ist das ein Freifahrtschein für neue Verbote, für ganz andere Sachen, auch in Zukunft. Was spricht denn dagegen, dass man dann hinterher auch Flugreisen verbietet? Oder dass man den Leuten sagt, ihr dürft nur noch 100 Kilometer mit dem Auto fahren wegen CO2. Oder dass noch andere Dinge, Verbote kommen, dass man zum Beispiel keine Lederjacken mehr aus der Türkei importieren darf oder aus China. All diese Sachen. Also ich meine, wenn das durchkommt, glaube ich, dass die nächsten Verbote dann auch schon vor der Tür stehen und dann leben wir in der linksgrünen Ökodiktatur und wir haben es alle kommen sehen und dann hinterher wundern sich die Leute, dass die Dinge so sind, wie sie sind, aber dann kann man sie wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, denn dann ist Deutschland endgültig am Ende. Folgt mir auf Telegram, dort immer aktuell informiert aus Politik und Wirtschaft. Der Link ist gleich hier unter diesem Tube.